Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Diamond Painting Video. Ich habe hier Produkte von Paint Some Way. Tüte kann gleich weg. Die war richtig gut dieses Mal, die Tüte mit Polsterfolie. Sehr, sehr cool, finde ich super. Überlege ich gerade, ob ich das nochmal vielleicht behalten soll. Ich glaube ja. Genau, trotzdem. Tüte kann weg, die fliegt halt nicht so gut, aber die ist super. Ich habe 4 Bilder und ich habe etwas von Amazon bekommen. Und irgendeiner von euch Strollchen hat mir ein Stickeralbum geschickt. Leute, vielen, vielen Dank. Ich musste so lachen, ne? Ich habe ja eins zum Geburtstag bekommen, aber die Videos sind ja wirklich sehr, sehr lange im Voraus gedreht. Teilweise 2-3 Wochen im Voraus, weil ich eben privat sehr viel zu tun habe. Und da habe ich immer Drehtage, wo ich dann wirklich 7, 8 oder 9 Videos drehe, während Mittagsschlaf auch, genau. Und dann teile ich die eben auf, ne? Und ich sage ja gefühlt in jedem Video, ich brauche ein Stickeralbum. Ich glaube, ihr seid schon so genervt von mir. Irgendjemand hat mir jetzt ein Stickeralbum geschickt, mit der Hoffnung, dass ich jetzt endlich mal die Klappe halte, glaube ich. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, ich habe jetzt 2 Stickeralben da. Und das wird auf jeden Fall erstmal ausreichen, weil ich möchte auf jeden Fall demnächst mal mehr Sticker machen. Genau, und jetzt habe ich ja auch, kann ich die ja auch gut unterbringen. Vielen, vielen Dank, das ist super schön. Das war auf meiner Amazon-Wunschliste. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich habe sogar auch noch eins drauf, weil ich habe ja so viele Sticker da. Ah, das ist so schön mit den Katzen. Mir gefällt das richtig gut. Vielen, vielen Dank. Und ich habe ja, wie gesagt, auch eins zum Geburtstag bekommen, weil meine Freundin, die kann das auch nicht mehr hören. Die hat auch gesagt, ey, jedes Mal, wenn ich das im Video sage, ihr könnt mir den Kopf abreißen. Danke. Ich werde es erstmal hoffentlich nicht mehr sagen. Ich weiß nur nicht, ob ich noch ein Video irgendwo habe, wo ich das halt sage. Sorry. Ich werde es erstmal lassen, weil ich habe jetzt Stickeralben hier. Danke, so cool. Von meiner Amazon-Wunschliste. Das war eine schöne Überraschung. Es war leider kein Zettel drin. Ich weiß nicht, von wem es ist, aber vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Freue mich immer noch drüber. Und das ist so schön. Genau. Ich habe hier noch 4 Bilder. Ein großes Bild. Und ich glaube, dass das mit AB-Steinen ist. Ich bin mir gerade nur nicht ganz so sicher. Da steht nämlich nichts dabei, aber ich dachte eigentlich, weil da steht AB drauf, aber sie sind nicht gekennzeichnet. Ich glaube, das machen wir jetzt direkt als erstes Mal. Hier steht es nämlich, 40x40 und hier steht AB und es gibt ja jetzt auch Bilder mit AB-Steinen im Shop. Das hat hier runde Steine, hat 40 Farben und ist so ein süßer Drache hier. Ja, warum nicht? Ich wollte das mal ausprobieren. Aber ich weiß jetzt nicht, was die AB-Steine sind. Weil da ist nichts. An den DMC-Nummern sieht man es jetzt nicht. Also ich sehe es nicht. Ach, liebe ich, das geht hier von der Seite auf, weil ich kriege das ja meistens nicht mehr da oben rein. Das ist so blöd immer. Sehr gut. Schöne Leinwand, schön flexibel. Ja, muss man mal gucken, wie das nachher dann rauskommt. Ist mit diesen AI-Bildern immer so, ne? Müssen wir mal gucken dann nachher. Aber die Leinwand ist schön flexibel, ist eine hohe Kannleinwand, so sieht das dann aus. Man erkennt jetzt nicht wahnsinnig viel, ne? Ist eben so ein Drache und der macht so eine Blase, vielleicht, keine Ahnung, mit Kaugummi oder mit Spucke, weiß der gar nicht. Ja. So sieht's aus. So nochmal im Kompletten. Oha, schönes Toolkit. Oha, Leute, wie viel AB. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte jetzt so 2 Stück vielleicht, aber da ist ja viel. Moment. Cool. Also so sieht's aus. Das ist alles ein Zipbeutel. Wie gesagt, runde Steine. Eckig hätte mir ein Ticken besser gefallen, aber. Leute, das ist ja, wartet mal, 1, 2, 3, 4, 5,
6. Ich glaube 6 Stück. Ich gucke mal nochmal durch. Ja, Wahnsinn! 6-mal AB, das ist ja krass, Leute. Die 208, sehr, sehr schön. Oha, voll cool, Leute. Dann die 413, so ein Grau, finde ich auch cool. Oha, mega, ich freue mich. Die 168, so ein Grauton, heller. Dann Braun, 938. Dann die 819, die erkenne ich, glaube ich, mittlerweile im Schlaf. Und das ist eine schöne Farbe, die 798, ein schönes hellblau. So ein Pink wäre auch noch cool gewesen. Das da noch in AB wäre auch noch cool gewesen, aber ich will mich jetzt nicht beschweren. Ich habe hier 6-mal AB-Farben drin, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ist ja mega cool. Das ist schon richtig cool. Okay, jetzt aber mal. Nee, aber man erkennt das hier nicht, die 819. Nö. Oh, ich freue mich. Cool. Ich bin gespannt. Es gibt noch nicht so viele Bilder mit AB-Farben, aber schon einiges. Oh, das ist ja mega cool. Ich werde es euch verlinken, wenn ich mal nicht dran denke. Wie gesagt, dann erinnert mich, sage ich in jedem Video jetzt, ich habe ein Déjà-vu gerade. Ja, Wahnsinn, ey, das ist ja richtig cool. Und dann habe ich noch 3 kleinere Bilder und das eine finde ich sehr, sehr cool, weil Golden Girls. Gucke ich ab und zu beim Painten und dachte ich, das ist doch mal, da kannst du dir doch mal ein Bild davon auch holen. Thank you for being a friend. Das hat mir so gut gefallen. Die Golden Girls. Mega. Ich finde, die sind auch richtig gut getroffen. Ja, ist halt schon eine Uralt-Serie, aber hat was. Freue mich auf das Bild. Ist 30x40 cm, runde Steine, 20 Farben. Ich finde das schön, mit dem Herzchen hier noch. Die Schrift kann man gut lesen. Ist cool. Sind schon, sind 4 Persönlichkeiten. Ist cool. Freue ich mich. Toolkit ist auch mit dabei und das hier sind die Steine. Ich habe keinen Platz mehr in meiner Box. Oh, das lasse ich jetzt mal. Ich kriege das sonst nicht mehr rein. Ich habe eine 100-Liter-Box im Keller mit Diamond Paintings dieser Art. Und dann habe ich ja noch ganz viel andere, ne? Die man sich ja dann auch noch so kauft. Ja. Und hier in der Schublade, 2 Schubladen, habe ich auch noch mit Bildern, die ich aus der Box raussortiert habe. Weil ich dachte, die dann demnächst painte, aber ich meine, ich bin schon relativ schnell. Aber wie schnell will man denn sein? Ja. Okay, ich hoffe, es passt noch was in die Box. Wenn nicht, da muss halt einfach noch eine zweite her. Ich sortiere ja schon immer wirklich wahnsinnig viel aus. Aber möchte ich eigentlich nicht hier. Möchte eigentlich immer behalten, aber es geht halt nicht. Nächstes. Oh, hat mich auch mal interessiert, wie das aussieht. 30x40 cm runde Steine. Oh, so süß. 22 Farben. Ach, das ist ja wirklich, das ist ja super niedlich. Wartet. Toolkit. Runde Steine. Genau, hier sind sie. Ja, ist so ein bisschen von den Farben her eher so ein bisschen, genau, herbstlicher. Ist auch, finde ich, oder? Ich finde es irgendwie ein bisschen herbstlich, aber ich glaube, dass es doch noch ein bisschen in den Sommer geht. Das ist es. So ein kleiner Zwerg mit einer Gießkanne, Vogel, Vogelnest mit Sonnenblumen und Schmetterling.
Ach, das ist auch so niedlich. Wirklich, auch wahnsinnig schön. Gefällt mir auch gut. Ja. Mal gucken, wann ich das mache. Auch sehr schön. Und dann kommen wir zum letzten Bild. Und das sieht so aus. Ist auch 30 x 40 cm. Und da steht was drauf. Und das ist ein herbstliches Bild. Runde Steine, 22 Farben, Toolkit, kleine Tütchen, aber geht, finde ich, weil man davon auch nicht so viele Steinchen braucht. Es ist relativ bunt, guck mal, obwohl das jetzt so ein Herbstbild eigentlich ist. Das sieht so schön aus, in Kombination mit Gelb, gefällt mir richtig gut und das ist ein schönes Bild. Bin ich gespannt. Happy Fall steht drauf, ne? Fröhlichen Herbst, keine Ahnung. Aber ja, finde ich schön mit diesen verschnörkelten Sonnenblumen. Da ist noch eine Blume mit diesem super schönen Türkis im Hintergrund. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist auch wahnsinnig schön. Finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Gefällt mir richtig gut. Genau, das war's jetzt aber mit diesem Video und vielen, vielen, vielen Dank für das Sticker-Album. Ich glaube, das habe ich gar nicht erwähnt, weil ich das einfach so witzig finde. Irgendjemand anscheinend auch noch so genervt davon ist, dass ich das immer sage und mir jetzt eins geschickt hat. Danke. Vielen, vielen Dank dafür. Hat mich sehr gefreut und das war eine riesengroße Überraschung. Genau. Danke dafür. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.